In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du einen Screenshot an deinem PC machen kannst, wenn du Windows 10 hast. Das geht übrigens am PC sowie am Laptop. Dafür musst du einmal auf deiner Tastatur die Windows-Taste sowie die Drucktaste, die ich dir hier jetzt einmal zeige, gleichzeitig drücken. Dann siehst du auch schon, dass ein Bild gemacht wurde von deinem Bildschirm. Und dieses findest du dann, wenn du in deinen Ordner gehst. Du guckst bei dieser PC dann bei Bilder und dann hast du Bildschirmfotos und da findest du dann auch schon direkt den Screenshot, den wir eben gemacht haben. Bei mir ist das jetzt doppelseitig, weil ich zwei Bildschirme habe, das heißt, er hat beide Bildschirme gleichzeitig hier aufgenommen. So kannst du dann einen Screenshot machen, wenn du nur einen Bildschirm hast oder am Laptop, dann macht er eben von deinem kompletten Bild einmal den Screenshot. Was du sonst noch machen könntest, wäre ebenfalls Druck drücken und zwar nur die Taste Druck. Dann kannst du Paint einmal öffnen. Dort mit der Tastenkombination Steuerung und dem V das Ganze einfügen. Und jetzt könntest du hier oben mit diesem Werkzeug einmal raufklicken und das Ganze dann zurechtschneiden und zum Beispiel nur einen bestimmten Bereich ausschneiden. Auf Zuschneiden drücken und dann kannst du das Ganze eben Datei speichern unter, speichern wo du es möchtest und hast so ein ausgeschnittenes Bild. Außerdem könntest du auch das Ausschneiden-Werkzeug von Windows selber benutzen. Dafür kannst du hier unten in die Suche einmal Ausschneiden eingeben und dann musst du die Ausschneiden und Skizzieren App einmal öffnen, klickst hier oben auf Neu und kannst hier oben dann auswählen, ob du entweder ein rechteckiges Ausschneiden möchtest, also einen bestimmten Bereich deines Bildschirms ausschneiden möchtest. Hier kannst du auch freies Ausschneiden, dann kannst du quasi auch runde Objekte ausschneiden. Hier kannst du komplette Fenster ausschneiden und hier kannst du eben auch ein ganz normales Vollbild ausschneiden, also auch einen kompletten Screenshot von deinem Bildschirm machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal dieses rechteckige Ausschneiden anwählen, können wir dann eben hier auch wieder diesen Bereich aussuchen, den wir ausschneiden wollen. Wählen das einmal aus, lassen die Maus dann los und dann wird es hier automatisch reingezogen und wir könnten hier zum Beispiel noch Sachen markieren, wenn wir das denn wollen, oder mit so einem Stift markieren, irgendwelche Rahmen rummachen. Und das Ganze am Ende dann ganz einfach einmal speichern und dann hast du das Ganze auch fertig gespeichert. Was du außerdem über die Ausschneiden und Skizzieren App machen kannst, wenn du diese einmal öffnest und dann auf Neu klickst und dann hier rechteckiges Ausschneiden auswählst, wieder etwas markierst, dann hast du das Ganze jetzt hier drin und hast es gleichzeitig auch im Zwischenspeicher und kannst dann zum Beispiel ein Word-Dokument öffnen und mit Steuerung V das Ganze hier ganz einfach einfügen. So kannst du dann Sachen schnell ausschneiden und direkt zum Beispiel in ein Word-Dokument oder in eine E-Mail einfügen. So kannst du ganz einfach einen Screenshot an deinem PC machen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, ob es bei dir geklappt hat und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.